Freunde, guten Morgen von der Börse. Ja, der Markt gibt leicht nach. 9.730 tendieren wir aktuell. Das heißt, wir gehen über 40, 45 Punkte dann aktuell doch runter. Ja, morgen großer Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten. Ja, und da erwartet der Markt natürlich drauf. Der Dow Jones deswegen auch gestern nur kommod im Plus geschlossen. Bei 0,2% lagen wir da bei 16.899. Störfeuer aus Asien haben wir heute früh keine. Der Nikkei bei 16.900. Ja, da sehen wir ein Plus immerhin noch von 1,3%. Ja, wo liegen jetzt natürlich Ihre Anlagechancen? Schauen wir dementsprechend mal heute auf die Gewinner, auf die Verlierer. Deutsche Bank erholt sich mal wieder deutlich. 1,3% geht es darauf. Mittlerweile angekommen der Kurs bei 17,40 €. ThyssenKrupp, ja, hat ja auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Schwäche bewiesen, aber scheint sich aktuell dann doch zu erholen. Aktie mit unter den gefragten Werten heute. Ja, da geht man über 1% gerade raus bei 16,54 €. Und Vonovia heute gefragt. Großer Wohnungsbaukonzern. Ja, da haben wir ja heute Zahlen bekommen. Die Zahlen kamen am Markt relativ gut an. Da hat man da so im Vorjahresbereich Vergleich dann doch noch ein bisschen drauflegen können. Und dieses Drauflegen, ja, das tut man de facto auch bei der Dividende. Die wird nämlich gesteigert auf jetzt 94 Cent. Mehr zu den Immobilienwerten dann gleich. Schauen wir zuerst nochmal auf die größten Verlierer. Ja, da haben wir dann heute Lufthansa unten mit runter, aber auch Adidas geht runter. Aber Adidas, ja, der Highflyer im Jahr 2015 gewesen. Beste Performance in der Aktie. Ja, und da sehen wir heute dann mal ganz, ganz leichte Gewinnmitnahmen. Ansonsten noch Infineon unter den Verlierern. Ja, Anlagemöglichkeiten und Chancen. Ich bin ja immer großer Verfechter natürlich von Immobilien, von eigenen Immobilien. Aber wenn Sie natürlich sagen, Mensch, so eine eigene Immobilie ist mir aber de facto zu teuer, aber ich möchte da trotzdem von profitieren. Ja, da haben Sie natürlich drei große Werte, drei große Aktien, die ich nach wie vor für interessant finde. Fängt natürlich bei der Vonovia an, die da wirklich eine relativ gute Performance auch hingelegt hat, muss man ganz klar sagen. Die Aktie lag im Tief bei Zeiten bei 23,92, im Hoch bei 53, also da ist 33,39, da war schon einiges an Performance drin. Aktueller Kurs, wie gesagt, rund um die 30 €, also gar nicht so unattraktiv. Zweiter großer Immobilienwert, den wir natürlich im Markt haben, ist die Deutsche Wohnen. Ja, die lag dann halt eben bei Zeiten im Tief bei 20,51, im Hoch bei 26,29. Und da geht es ja momentan noch so ein bisschen um die Übernahmeschlacht. Ja, Vonovia hätte ja ganz gern die Deutsche Wohnen mit übernommen. Da wird ja sowieso alles zugekauft, was momentan auf dem Markt ist. Das hat ja Vonovia schon bewiesen mit der Sidevo und der GAGFA. Da versucht man sich natürlich noch einiges halt eben ins Portfolio, ins Wohnportfolio hineinzuholen. Ein dritter sehr interessanter Wert und dritter der Branche auch ist die LEG Immobilien. Ja, mein Gott, die haben natürlich auch dementsprechend gute Zahlen präsentiert, wollten ja seinerzeit halt eben dann auch mit Vonovia so ein bisschen streiten natürlich um die Übernahme. Da wollte ja seinerzeit die Deutsche Wohnen schon zugreifen bei der LEG, aber da scheint man momentan dann doch wieder abgelassen zu haben. Klar, nachdem die Offerte kam von Vonovia auf die Deutsche Wohnen, war der Deal natürlich mehr oder minder geplatzt. Das heißt also, Übernahmefusionen sind nach wie vor noch interessant in dem Bereich und wie gesagt, sollten Sie sich für Immobilien interessieren, werden wir Sie in den nächsten Tagen und Wochen, speziell ich natürlich, dann auf dem Laufenden halten. Mal schauen, was da halt dementsprechend noch an Performance drin sitzt. Jetzt lassen wir den Markt einmal laufen. Mixed Knauf Daily, morgen dann wieder live von der Börse für Sie.